Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Regiments. In dem erneuten Versuch, die Phase 6 zu spielen. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gemacht und es war im Grunde eine kleine Vollkatastrophe. Dementsprechend müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier weiterarbeiten. Ich hatte, glaube ich, die Tactical Aid und das einmal gepusht. Dann gehen wir zu den Aktionen. Das sind die gleichen wie beim letzten Mal. Genau, wir wollen den Fortschritt ignorieren. Und wir wissen ja, also wir haben den Vorteil, wir wissen jetzt, was passiert. Und wir wissen auch, und das war vielleicht der Fehler auch beim letzten Mal, wenn man mal die Siegbedingungen sich anschaut, wir müssen halt gar nicht hier so krass reinpushen. Wir müssen uns also den Punkt hier nicht gezwungenermaßen holen, sondern wir müssen im Grunde nur den Gegenpush, der von hier kommt, aufhalten, dass wir hier besser arbeiten. Weil hier haben wir uns das letzte Mal festgerannt, da sind wir gar nicht weitergekommen. Und das ist natürlich irgendwie insgesamt alles nicht so geil. So, erstmal hier jetzt ein Scout. Ach, der steht schon da. Ja gut, ist egal, den können wir auch so noch rufen. Wir können ihn aber auch hier hinstellen, was irgendwie Blödsinn ist, weil da ist der Weg weiter. Und die Flugabwehr. Gut. Okay, dann die Vulkan. Geht mal hier hin. Wir wissen ja, dass hier noch Einheiten stehen. Wir führen die Panzer jetzt mal hier zurück. Die gehen hier hoch in den Wald. Der eine Scout geht hier in den Wald rein. Und wie gesagt, die Panzer gehen zurück. So, und jetzt versuchen wir mal. Wir hatten Quebec eingenommen. Ja, das hatten wir gemacht. Supply. Hatte ich hier nicht noch einen Scout? Haben wir jetzt noch einen Scout, den wir rufen können? Ja, haben wir. So, der geht mal dahin. Und haben wir noch einen Panzer? Wo ist denn der? Ach, der. Hä? Wo ist der zweite Panzer? Bin ich bekloppt? Wo ist denn der zweite? Ach, der ist da. Gut. Die laden sich aus. Der Vulkan bleibt dort. Gut, und wir ignorieren den Punkt da hinten. Ja? Den lassen wir so, wie er ist. Der Mörser geht jetzt hier hin. Greifen die da an. Und die stellen sich dann mal dorthin. Sollen sie ihren Push von der anderen Flanke spielen? Ist mir egal. Ja, das sind natürlich noch mehr. Das sehen wir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die da noch Flugabwehr hatten. Ja, unsere Flugzeuge werden auch gut abgeschossen. Und seine Artillerie nervt halt ohne Ende, ne? Oh, das war gut jetzt.
Dann gehen wir auf die nächsten mit dem Panzerjägern auch noch. Unser Mörser schießt da. Ach, das sind die Panzer, die wir noch hatten, genau. So, die müssen näher ran. Auf die BMPs. Okay, perfekt. Die ziehen sich hoffentlich gleich zurück. Oder werden die komplett aufgerieben? Die werden komplett aufgerieben, so wie es aussieht. Wir holen mal unsere Apaches ran. Alter, von allen Ecken aus kommt seine Artillerie hier, ne? Die munitionieren wir gleich wieder auf. So, kommen wir jetzt hier irgendwie weiter? Okay, die haben gleich keine Munition mehr. Das heißt, wir ziehen die mal zurück. Die Apaches gehen sich auf munitionieren. Der Scout geht weiter vor. Die Frage, ob noch irgendwas in Quebec drin ist. So, jetzt kommt dort der Angriff. Zone lost. So, da kommt die der Arti-Schlag. Perfekt. Die Hubschrauber gehen auch raus. Das hat gut funktioniert. So, die hier gehen hier vor wieder. Die Panzer fahren dahin. Die Humvees sollten ja schnell sein. Die können den Punkt also zurückerobern. Jetzt kommt nämlich schon der Gegenschlag von der anderen Seite. Wohin schießen die denn? So, die werden aufmunitioniert. Ist die Frage, ob wir den Push da aufhalten können. So. Die gehen dahin. Er geht zurück, wobei wir wecken ihn mal. Er geht dahin. Ja, da ist noch eine Flugabwehreinheit. Das Ding ist, Zone captured. Dass wir jetzt natürlich ein Munitionsproblem dort bei unseren Bradleys kriegen.
Insofern ziehen wir die mal zurück. Und die stellen wir jetzt mal an die Position hier. So, und unsere Scouts gehen da jetzt mal in den Punkt rein. Die Panzer gehen in Position. Die Panzerjäger gehen in Position. Passiert genau das gleiche wie vorhin. Ich bin aber auch ein Blödmann. Warum stelle ich mich denn auch mit dem Panzer da rein, ey? Ich mache den gleichen Fehler wie vorhin. Es ist, was soll das? Oh Herr. Zone captured. Ready. Zone lost. Krass. Roger, out. Ja, und solange er halt Flugabwehreinheiten hat, ist das tricky da. Er nimmt halt doch wieder Tal ein. An Gotha West ranzukommen, haben wir ja auch schon gesehen, ist schwierig. Da müssen wir mit den, mit der Artillerie, mit den Streubomben ran. Ansonsten wird das nichts. Das Krasse ist, dass er uns da auch spottet. Das finde ich halt so strange. Alter, was da alles kommt, ey. Panzer müssen schon wieder geiweckt werden. What the fuck, ey. Wir müssen hier drauf reagieren, ansonsten nimmt... Alter, ansonsten nimmt er uns halt den Flugplatz weg. Zone lost. Und push dann einfach blank weiter. So, die Panzer brauchen noch 13 Sekunden. So, da kommen die Panzer. Roger.
T-80er. Das ist halt schon mal eine andere Ansage. Er nimmt uns jetzt den Punkt da weg. Was wir machen können, ist die Hubschrauber mal hier rüberholen. Ach du Scheiße. Ja, okay. Zone lost. Müssen wir unsere Punkte ausgeben, so gerne ich die gespart hätte. Schlecht. Wo schießt denn der Mörser hin? Hör doch mal auf. Meine Güte, ihr verplempert ja nur Munition. Das ist ja ätzend. Also wir müssen auf jeden Fall die Tankstelle wieder zurückerobern. Zone captured. So, die anderen Panzer sind auch wieder da. Die holen wir zurück. Schießen ihm seine Flugzeuge vom Himmel, das ist gut. Die Humvees gehen da mal hin. Unsere Infanterie geht da mal hin. Wir müssen halt irgendwie an den Fernsehturm rankommen. Die Humvees sind jetzt dafür verantwortlich, den Punkt da zurück zu erobern. Die gehen da sich erstmal aufmunitionieren. Und der Scout geht mal bitte dahin. Was zur Hölle, ey. Was für ein übelst krasser Gegenpush, der von ihm kommt. Aber gut, das haben wir ja auch vorhin schon gesehen. Das ist jetzt nichts Neues. Ich krieg die hier nicht aufgeklärt. Das ist so strange. Okay. Gotha. Wenn wir Gotha haben oder den Fernsehturm, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Ernsthaft? Jetzt kommt noch ein Angriff von ihm. Ach, Gottchen. Was macht er denn da? Das war nicht sein Befehl. Gut, mal gucken, was jetzt aufgeht, wenn wir die Panzer hier vorschicken. Da guck mal. Minutes remaining. Zone captured.
So. Hubschrauber. So, die müssen wir uns mal irgendwie vornehmen. Wecken. Nein, da kommt der nächste Push von ihm. Das gibt's doch gar nicht. Verdammte Scheiße. So, die Hubschrauber. Schießen wir ab. Und jetzt hier unsere Panzer in die Flanke. Die greifen wir mal noch an. So, dann auf das HQ. Mit unserem Mörser mal noch die angreifen. So, die T-80er. Er hier geht wieder in das Gebiet rein. Die haben, wie es hier drüben sind, entspannt. Das ist gut. Ah, guck mal, er hat noch Flugabwehr stehen. Das HQ will sich wieder nicht zurückziehen. Die hier sind gespottet. Das ist natürlich nicht so geil. Die Mörser schießen wieder nicht auf die Ziele, die ich eigentlich angewiesen habe. Und warum können wir den Fernsehturm nicht einnehmen? Das verstehe ich gerade nicht. Weil wir... Zone captured. Das verstehe ich nicht. So, können wir mal das HQ noch... Okay. Ach, weil da welche drinnen stehen. Okay. So, die Schützen geben wir die da raus. Den Fernsehturm hätte ich natürlich gerne. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die Bradleys hier hoch. Die Hubschrauber gehen mit vor. Ist noch irgendwas im Evac? Die Jagdpanzer oder die Panzerjäger besser gesagt. Was ist denn hier schon wieder los? Jetzt pusht er von da drüben. Ach du Scheiße. Oh. Die Vulkan hat es ganz schön zerlegt. Also das Airfield jetzt zu verlieren, ist nicht in meinem Plan. Zumal es bloß noch 2 Minuten sind. Und das wäre jetzt der Super-GAU. Nachdem wir hier echt uns abgemüht haben... Kommt schon, gebt ein bisschen Gas. Aber er nimmt die Punkte komischerweise nicht ein. Das ist witzig.
Ich meine, das ist gut für uns. Er ist zu blöd dafür, weil er erstmal die Tankstelle einnehmen muss. Tja, mein Freund. One minute remaining. So, das war gut. Wie sieht's denn hier aus? Okay, uns wird jetzt der Fern... Ja, perfekt. Okay, gut. Scheiße, da kommt zu viel. Oh, dass er. Ich habe gedacht, wir haben es, aber nein, er schickt nochmal alles rein, was er hat. Das ist natürlich ultra ätzend jetzt hier. Zumal die Panzer auch am anderen Ende sind. In 40 Sekunden passiert ja einfach gar nichts mehr. Und wir haben auch nicht mal die Möglichkeit, noch eine Unterstützung ranzuholen. Er fährt doch einfach durch. Er fährt einfach durch den Punkt durch. Ich meine, gut, die T-80er gehen wenigstens noch raus, oder? Zone lost. Gut, in 19 Sekunden sollte er hoffentlich nicht das Airfield einnehmen. Aber was zum Geier ist das denn hier nur? Also wie viele Einheiten schickt er uns denn hier ins Gesicht rein? So, 5 Sekunden. Bitte, du fährst jetzt nicht mehr in das Airfield rein. Diese 15 Siegpunkte will ich jetzt noch für mich behalten. Sehr gut. Es lief ein bisschen besser, es lief ein bisschen koordinierter. Zufrieden bin ich trotzdem nicht, muss ich sagen. Aber wir spielen ja noch eine Phase hier auf der Karte. Wir haben jetzt 81 Punkte. Auch das wird höchstwahrscheinlich nicht reichen, um alles aufzufrischen. 15. Nee, doch. Es reicht gerade so diesmal. Wow. Unser Nachschub geht ein bisschen zur Neige. Alles andere sieht gut aus. Aber das spielen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt G1-Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.